Hi ho und herzlich willkommen, meine lieben Fabrikbau- und Balkonmanagement-Freunde. Ja, zu einem weiteren Let's Show von mir. Nachdem ich letztes Wochenende euch Satisfactory gezeigt habe, da dies ja erst vor kurzem auf Steam released wurde, dachte ich, ich setze mal noch einen oben drauf und zeige euch dieses Wochenende mal Factorio, das ich ja in meinem Satisfactory Let's Show kurz angesprochen habe. Für diejenigen, die es nicht kennen. Ja, Factorio ist wie Satisfactory halt ein Fabrik-Planungs-Bauspiel mit sehr viel Micromanagement, Optimierung, aber auch, ja, Forschung, Nervenraubung, Verwirrung und Aliens. Also ja, Factorio ist im Gegensatz zu Satisfactory etwas gefährlicher. Wenn ich so ausdrücken darf. Gut, reden wir nicht weiter lange. Wir starten ein New Game. So, wir können hier im Map Generator, der ist ein bisschen neu für mich mittlerweile, ich habe lange nicht mehr gespielt, muss ich zugeben, können wir ein Default, also Default-Voreinstellungen vornehmen. Also so Standardeinstellungen, wie es gesetzt werden soll. Wir lassen mal auf Default. Können ein Seed generieren für die Map. Also ja, im Gegensatz zu Satisfactory ist die Map immer random. Terrain Enemies. Machen wir den Peaceful Mode an für das Let's Show, damit wir nicht von Aliens angegriffen werden. Die Aliens sind zwar immer noch auf der Map. Also was heißt Aliens? Es sind jetzt nicht irgendwelche grünen Männchen mit Laserkanonen, sondern eher primitive Viecher, die einen beißen und bespucken. Ein bisschen wie Zerg. Die halt immer noch da sind, aber nicht an von selber unsere Basis angreifen. Sie greifen nur uns an, wenn wir ihnen ihren Basen zu nahe kommen oder sie angreifen. Ja, Advanced. Können wir eigentlich alles so lassen. Auch die Vorkommen und so. Lassen wir erstmal auf Default und starten. So. Die Tipps können wir ausmachen. This is the factory free pay. Your task is to launch a rocket into space. You will need to research advanced technologies in order to unlock the rocket. Silo. Start small, work your way up with automation and don't forget to protect yourself from the natives. So, also ja. Können gleich mal die Map aufrufen und hier unten sehen wir schon rote Punkte. Das sind Gegner. Hier oben haben wir Wasser, was wichtig ist. Und hier haben wir unsere Vorkommen gleich mal geclustert, was praktisch ist. Gut, zoomen wir mal wieder etwas näher ran. Also wie gesagt, hier haben wir Wasser, was wir nachher für die Stromversorgung brauchen. Hier haben wir unsere ersten Ressourcen. Ist schon mal praktisch, dass alles erstmal alles auf einer Stelle ist. Oh, Klippen, die sind auch neu. Könnten aber unpraktisch sein. Ah, geht eigentlich. Entweder sind sie neu oder ich habe noch nicht so viele gesehen. Seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe dieses Spiel nämlich schon, ja, aus der Alpha für 8 Euro, als es noch nicht mal auf Steam released war. Und ja, das hier sind die Natives, vor denen ich mich in Acht nehmen soll, nämlich Biter, die aus ihren Nestern spawnen und kleine Würmer und so weiter. Gut. Die Leiste hier unten haben sie auch ein bisschen geupdatet. Früher war es nämlich so, dass man nur eine Zeile hatte am Anfang und die zweite Zeile erst erforschen musste. Gut, mit E öffnen wir unser Baumenü. Da sind nämlich schon mal die wichtigsten Sachen drin. Und das erste, was wir craften werden, ist, wenn ich es finde. Oh, haben sie auch rausgenommen. Ja. Es gab nämlich früher Werkzeuge. Also Eisenwerkzeuge, Stahlwerkzeuge und so weiter, die immer besser wurden. Und wenn man kein Werkzeug ausgerüstet hatte, konnte man halt Sachen nur sehr langsam abbauen. Was unpraktisch war. Gut.
Wir haben ein bisschen Holz, daraus können wir eine Holzkiste machen. Wir haben hier einen Kohle-Mining-Drill und einen Stone-Furnace, die wir auch beide nutzen können. Mit dem Mining-Drill können wir jetzt gleich schon mal Eisen abbauen und das in den Stone-Furnace packen. So, wir können Holz nehmen als Brennmaterial, weil wir Holz halt leichter abbauen können. Also wenn man hier so auf einen Stein vorkommt zum Beispiel geht, man sieht, es dauert ein bisschen länger, bis man Steine kriegt. Selbiges gilt für Kohle und die Erze. Also das hier ist Stein, das hier ist Eisen, das ist Kohle. Und das hier oben ist eben Kupfer. Sind unsere Grundressourcen, die wir so brauchen werden. Holz brauchen wir am Anfang hauptsächlich, um Kisten, Strommasten zu bauen und um unsere Industrie zu befeuern. Also wir fangen erstmal klein an. Indem wir weitere Burner bauen. Das erste. So, den benutzen wir mit einer Ki Hol Holzkiste. Okay, wir haben schon zwei Holzkisten. Nutzen wir mit einer Holzkiste, um Steine zu fördern. So, und hauptsächlich wollen wir zu denen hier kommen. Also zu den Electric Mining Drills. Für die brauchen wir ja Strom. Für Strom brauchen wir zum einen eine Offshore-Pump, die zum Glück autark funktioniert. Also ohne, dass man Strom hinzufügen muss. Boiler, die Kohle brauchen, um das Wasser zu erhitzen, was wir mit der Offshore-Pump rauspumpen. Und eine Steam Engine. Und ja, was wir noch bräuchten, wäre ein Labor. Dafür bräuchten wir dann eben Kupfer. Und halt noch mehr Steine. So, jetzt brauchen wir erstmal Kohle. Für Kohle kenne ich einen kleinen Trick, nämlich wir bauen zwei Kohle. Miner, genau so, dass sie aufeinander zeigen. Und die fangen jetzt halt an, sich gegenseitig zu befüllen, bis sie voll sind. So brauchen wir keine Kiste und so können die niemals aufhören zu laufen. So, nächstes Gebäude wäre dann nochmal so einer. Dafür brauchen wir allerdings mehr Eisplatten. Und ein Stone Furnace, damit wir hier oben Kupfer abbauen können. So. Gut, wir wollen Strom erzeugen. Weil Strom brauchen wir auch, um unsere Laboratorien zu betreiben. Und ja, dafür brauchen wir jede Menge Eisen. Also sollten wir gerade noch mal so ein Gebilde hier herstellen. Ja, mit Steuerung und Linksklick kann ich Sachen aus den in Sachen einfach rausnehmen. Also aus meinen Gebäuden und meinen Kisten und allem. Und ja, Alt, was hier übrigens hier unten auch ein Knöpfchen mittlerweile gekriegt hat. Sehr schöne Neuerungen. Kann ich mir anzeigen lassen, was in welchem Behälter liegt, beziehungsweise hergestellt wird. So, du brauchst Kohle, du brauchst Kohle.
Wir brauchen noch mal jeweils so einen. So. Sie haben auch, muss ich sagen, bestimmte Designs von Gebäuden noch abgegradet. Also die Kohle, Burning Miner, Burner Mining Grids, also die Kohlebetriebenen, sahen früher ganz anders aus. So. Dann gucken wir mal nach Kupfer. Wir können jetzt eine Offshore-Pump bauen schon mal. Eine Steam-Engine. So. Wir haben eine Offshore-Pump. Wir haben eine Steam-Engine. Fehlt nur noch der Boiler dazwischen. So. Und ja, Röhren. So einen könnten wir doch gebrauchen. Und das war zu viel Röhren. Das haben sie auch geändert. Normalerweise war Shift-Links-Klick 5 Stück bauen. Wahrscheinlich haben sie es auf Shift-Rechts-Klick oder so geändert. Oder Alt. Mal gucken, wenn wir nochmal was bauen müssen. Gut. Okay, da oben das Kupfer erstmal noch nachfüllen. Oder allgemein. War jetzt zu viel, aber ist okay. Die beiden befinden sich eh von selber. Packen wir mal in jedes 10 rein. Da können wir unser restliches Holz reinpacken. Gut, dann nehmen wir nochmal Kohle mit. Hacken hier übrigens Bäume weg. Dass wir ein bisschen Holz kriegen, weil wir müssen aus Holz sehr viele Stromleitungen bauen. Okay. Hier drüben ist sehr viel freie Fläche. Hier können wir unsere Fabrik hinbauen, also will ich nicht da unbedingt den Strom hinziehen, werde ich den Strom hier unten wahrscheinlich errichten. So, das heißt eine Offshore-Pump hinbauen. Die mal hier runternehmen. So, Offshore-Pump. Die Shortcut kann man so machen, okay. Gut. Oh. Die funktionieren jetzt ein bisschen anders. Früher waren das nämlich einfach nur Durchlasserhitzer. Also, ah ja, da kommt Dampf jetzt raus. Okay. Also, ja. Da wäre nämlich das Wasser hier im Weg. Drehen kann man übrigens mit R. Also müssen wir das Ding schon ein bisschen weiter runtersetzen. Müssen mehr Pipes bauen. So, die Kiste kommt dahin. Der Kohleinsorter, den ich hatte, der kommt dahin. Das kann ich auch schon mal clearen. So. Dann kann ich hier... Ah, Rechtsklick ist jetzt 5 Stück bauen. So, Poles.
So, Kupfer, Eisen, das kommt alles. Nehmen wir auch gleich noch Steine mit. Ey, man kann mittlerweile auch die Steine hier abbauen, oder? Auch praktisch. Das ging nämlich früher auch nicht. Da musste man die Steine mit der Pistole oder später mit dem Gewehr, Stromflinte oder Handgranate wegballern. Habe ich zufällig Landfill oder so? Oder muss ich das auch erst erforschen? Mal gucken. So. Als nächstes wird ein Labor gecraftet. Während wir hier schon mal Strommasten aufstellen können. Und ja, ich habe ein Pattern für Strommasten in diesem Spiel. So. Hier packen wir den Stack Kohle rein. Die Burner-Inserter haben den Vorteil, dass sie sich selber mit Kohle versorgen können. Also gerade an solchen Stellen hier, wo man sich nicht auf den Strom verlassen sollte. Wenn er nämlich mal ausfällt, dann können die elektrischen Inserter später, die wir hier haben, die normalen Inserter, die Dinger nicht mehr versorgen. Ist unpraktisch. Deswegen nehme ich an solchen Stellen eben lieber Kohle-Inserter. So, wir haben ein Labor. Das sieht immer noch genauso aus wie früher. Und die Labore, wenn man sich das Ding ansieht, also drüben unter der Minimap, Lab Setev, die sind nach Bakern und Entwicklern des Spiels benannt. Ich glaube sogar hauptsächlich nach Bakern. So, starten wir unsere erste Forschung. Das ist hier nämlich das Wichtigste, ist die Automation. Damit alles automatisch geht. Ich frag mich gerade echt. Ah, Landfill. Ah, kommt ein bisschen, ein ganzes Stück später. Und ja, ihr seht sehr viele Forschungen. Artillerie. Ja, Power Armor, die kenne ich noch. Die ist ganz nett, aber sehr viel später. Erstmal Automatisierung. So. So, für Automatisierung brauchen wir 10 von diesen Science Packs hier. Die, wie man sehen kann, aus Iron Gear Wheels und Copper Plates hergestellt wird. Iron Gear Wheels machen wir aus Iron Plates. Und während das gemacht wird, stellen wir weitere Poles auf. Und versuchen, unsere Felder da unten zu vernetzen. So, ihr seht, es gibt jede Menge Science Packs. Also das Automation Science Pack, Logistik. Also jetzt haben sie andere Namen mittlerweile. Logistik Science Pack, Military Science Pack, Chemical Production, Utility und Space Science Pack. So, die werden jetzt hier verwurstelt. Also ja, unser Kraftwerk produziert auch immer nur so viel Strom, wie gerade gebraucht wird. Es kann effektiv 900 Kilowatt produzieren, produziert aber gerade nur 60, weil wir nur ein Labor angeschlossen haben. So, Automation ist wichtig. Während das forscht, können wir ja wieder runtergehen und erstens unsere Drills nachfüllen. Die sehen nämlich der aus mittlerweile. Okay, das sind langsam viele Steine. Ich glaube, ich packe ein paar zurück. So, packe hier jeweils wieder 10 rein. So, die Forschung ist fertig, die erste. So. Da noch rein.
Könnten jetzt die nächste Forschung schon starten. Was hätten wir denn? Optics, Turrets brauchen wir nicht so dringend und Waffen. Stahlproduktion so früh schon. Huh? Electronics, ja, brauchen wir später für sehr viele Sachen. Wie man sehen kann. Was nehmen wir denn als nächstes? Logistics Science Packs. Nein, noch nicht. Steel Axe. Increase your mining speed. Achso, das ist komplett in Forschung umgewandelt worden. Die Werkzeugverbesserungen. Ja, nehmen wir einfach mal Lightning oder Logistics. Oh, Logistics wäre wichtig. Da ist nämlich das Splitter und das Underground Belt dabei. So, und jetzt können wir ein bisschen mit der Automatisierung anfangen.